Hallo Reptilienfreunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Sven. Ich bin Steven. Woody ist komischerweise gar nicht da. Warte, der ist hier. Immer. Was macht er da? Hier ist er. Ja, und heute ist der große Tag. Ja, wir haben jetzt mal geschaut, wir haben das Terrarium angefangen im Januar zu bauen. Das bedeutet, es ist jetzt über acht Monate Bauzeit. Wir haben es jetzt weitestgehend fertiggestellt. Fertig ist er sowieso nie, aber ja, es ist relativ weit fortgeschritten. Es funktioniert alles und heute ist der große Tag. Heute hole ich unseren grünen Baumwaran, den Varanus prasinus, ab. Ja, es ist ein Jungtier. Wir sind ganz gespannt. Ja, ihr wisst ja, wir haben hier erstmal die linke Seite im Prinzip vom Terrarium. Könnt ihr euch oben in der Playlist anschauen. Abgetrennt. Dass er sich hier nur auf dieser Seite aufhält. Gucken, ob das funktioniert. Hier habe ich so ein paar Features eingebaut, dass er hoffentlich nicht rüberklettern kann. Ja, wir sind gespannt. Jetzt habe ich ein paar hundert Kilometer Autofahrt vor mir. Aber es wird sich hoffentlich lohnen. Okay, los geht's mit der wilden Fahrt. Tschüss. Tschüss. Ja, jetzt habe ich es geschafft, 300 Kilometer. Jetzt warte ich hier erstmal im Rasthof. Hab mal erstmal für 1,98 Euro getankt. Ja, ich warte jetzt auf den Züchter und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sehen uns. Ciao. So, da ist ja die Box. Wunderschön. Ich habe schon einmal kurz reingespeckert, logischerweise. Ja, Papiere sind gemacht, Geldübergabe ist gemacht. Alles besprochen. Jetzt mache ich mich wieder auf den Hauseweg und dann schauen wir mal, was wir da so haben. Ja, nach 660 Kilometern Autofahrt ist es endlich soweit. Hier ist der Kleine. Hier drin, wir packen ihn gleich gemeinsam aus. Hat alles super geklappt. Papiere sind einwandfrei. Das Tier sieht super gesund aus. Ja, ich denke, wir packen ihn jetzt einfach mal gemeinsam rein und gucken, wie dieser kleine Zwerg da drin aussieht. Ja, los let's geht's. Go! Dass er nicht rausläuft, ne? Guck, dass er nicht rausläuft, ne? Ups, oh! Direkt ins Wasser gesprungen. Ist auf jeden Fall einer. Ja, hier sieht man mal einige Impressionen, nachdem er dann ins Wasser gesprungen war. Hat sich erstmal eine Weile aufgewärmt. Ja, und dann hat er gleich mal so ein bisschen angefangen, das Terrarium zu erkunden. Schauen wir mal, was er alles gemacht hat. Ja, hier sieht man mal, dass er mit der gläsernen Abtrennung noch nicht ganz so klarkommt. Er will in das große Terrarium, aber da kann er natürlich noch nicht, er ist viel zu klein. Aber er kann zumindest schon mal gucken, wo es später mal hingeht. Was uns sofort aufgefallen ist, dass er absolut nicht schreckhaft ist. Also wir können da am Terrarium lang gehen, uns relativ zügig bewegen. Er war nie verschreckt, hat uns einfach nur beobachtet. Ja, hoffen wir mal, dass das so bleibt. Ja, der Kleine ist gut angekommen. Er ist jetzt 2,5 Tage bei uns.
Hier könnt ihr ihn sehen, wie klein er ist in diesem Teil. Ja, ich denke mal, ich werde heute mal versuchen, ihn das erste Mal zu füttern. Der Züchter hat mir gesagt, dass er im Moment wohl nur Babymäuse akzeptiert. Ich probiere das gleich mal, ich lasse euch teilhaben. Schauen wir mal, was bei euch, was dabei rauskommt. Ja, selbstverständlich werden wir natürlich die ganzen Futtertiere, Futterinsekten immer mit Kalzium und Vitaminen bestäuben. Ja, hier ist es das Complete, wir haben genauso das Corvimin ZVT, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wichtig ist, dass man das Futter damit anreichert, er soll ja auch gesund aufwachsen. Auch eine Information, die wir vom Züchter direkt bekommen haben, ist, dass er absolut keine Scheu vor der Pinzette hat. Selbst von Hand könnte man ihn füttern. Das Ganze probiere ich hier natürlich jetzt gleich aus. Ein bisschen aus dem Schlaf gerissen, aber man sieht überhaupt keine Scheu. Er nimmt die Babymaus sofort von der Pinzette. Ich hoffe, so geht's weiter.
Tja, das nenne ich doch mal einen vollen Erfolg. Der Züchter sagte mir schon, dass er überhaupt gar keine Angst vor der Pinzetta hat, eigentlich auch überhaupt nicht vor der Hand. Also der ist super entspannt, der Kleine, das freut uns natürlich. Ja, hat die Babymaus gleich genommen. Jetzt muss ich natürlich noch irgendwann zusehen, dass er natürlich auch die Insekten frisst. Aber ich bin froh, dass er jetzt überhaupt erstmal was gefressen hat, dass er sich hier eingewöhnt. Das hat super funktioniert. Ihr seht, er bleibt immer noch sitzen, ihn stört das gar nicht. Ja, und was haben wir in der Zukunft jetzt vor? Das Terrarium ist ja jetzt nun noch nicht ganz fertig. Klar, es ist hier noch geteilt und es wird immer noch ein bisschen was verfeinert. Das Ganze, wenn wir was bauen, dokumentieren wir natürlich auch und packen es in die Playlist vom Bau des Terrariums. Das könnt ihr euch gerne hier oben auch nochmal angucken. Aber was habe ich jetzt mit meinem Junior vor? Wir wollen hier eine Art Tagebuch. Wir wollen wöchentlich ein Video bringen, wo wir über die Woche hinaus immer mal so ein paar schöne Szenen aufnehmen und gucken, wie er sich entwickelt. Ja, und das wollen wir dann das Ganze in so einem Tagebuch veröffentlichen, so dass jeder daran teilhaben kann. Ja, ich denke mal, das wird eine interessante Sache. Man wird vielleicht viele schöne Sachen sehen. Er ist ja wirklich noch ein Zwerg. Und bis der groß ist, das dauert ein bisschen. Ja, wenn ihr da nichts verpassen wollt, und wenn ihr sehen wollt, was wir hier so machen, wie er groß wird, was es vielleicht sogar auch für Probleme gibt, das zeigen wir hier natürlich auch. Dann abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen hoch. Even, der ist zurzeit in der Schule. Ja, der kann nicht immer hier sein. Okay, ich bedanke mich und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.